Heute soll es mal um das Thema feste Seifen gehen, denn ich möchte euch gerne mal vorstellen, was ich alles so ausprobiert habe und was ich da jetzt so verwende, was mir gut gefällt, was mir nicht so gut gefällt. Denn ja, ich bin ja natürlich immer noch auf meinem Weg zum Minimalismus und interessiere mich für die natürliche Körperpflege. Da habe ich jetzt einiges ausprobiert und möchte euch in diesem Video davon berichten. Also viel Spaß dabei! So, ich fange dann mal mit der Aleppo-Seife an, die allseits bekannte. Zu der Aleppo-Seife habe ich auch schon ein extra Video gedreht. Das werde ich euch nochmal hier verlinken, also dann oben drauf klicken. Dann könnt ihr euch vielleicht dieses ausführliche Video nochmal zu dieser Aleppo-Seife anschauen. Ja, die Aleppo-Seife, vielleicht sollte ich mal damit anfangen, warum ich überhaupt natürliche Seifen verwende. Und zwar ist es ja zum einen, möchte ich keine Produkte mehr in diesen riesengroßen Plastikverpackungen kaufen. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, was mich an diesen normalen, konventionellen Produkten stört. Dann des Weiteren geht es mir natürlich um die Inhaltsstoffe und ich möchte keine Chemie mehr auf meinen Körper schmieren. Und ja, da ich mich für das Thema Minimalismus sehr interessiere, möchte ich gerne so wenig Produkte wie möglich verwenden. Also am besten möchte ich gerne ein Produkt für meinen ganzen Körper verwenden. Für Haare, für Gesicht, für, naja, für alles halt. Und ja, als erstes habe ich natürlich die allseits bekannte Aleppo-Seife ausprobiert. Ja, damit war ich auch eine ganze Zeit lang zufrieden. Der Geruch, also nach einer Zeit war es dann so, dass es mich doch gestört hat, dass immer wieder an meinem Hinterkopf die Haare irgendwie, ja, kletschig und fettig aussahen und das hatte nichts damit zu tun, dass meine Haare sich daran gewöhnen müssen oder sowas. Ich verwende jetzt schon ganz lange, lange, lange Zeit gar nichts in meinen Haaren. Meine Haare sind nicht gefärbt und nichts, also das hat auch nichts damit zu tun, dass da irgendwie noch etwas rausgespült werden muss. Ja, das hat mich dann an dieser Seife etwas gestört und ich habe mich weiter informiert und es haben mir auch viele gesagt, dass die halt wirklich leicht fettend ist, die Aleppo-Seife. Des Weiteren, der Geruch hat mich gar nicht gestört. Ich mag den Geruch ja eigentlich von der Aleppo-Seife. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Schafswolle, wonach die riecht. Aber irgendwie brauche ich dann zwischendurch doch mal irgendwie so ein Seifengefühl und ich lebe immer nach dem Motto, es ist alles gut, solange ich nicht das Gefühl habe, dass ich auf was verzichten muss. Und mit der Aleppo-Seife hatte ich das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt und dass ich auf etwas verzichte. So für zwischendurch und für unterwegs ist diese Aleppo-Seife sicherlich gut, aber alleine und auf Dauer mag ich sie halt nicht verwenden. Und dann habe ich mich weiter informiert und bin mal in einen Biomarkt gegangen und habe mich da etwas beraten lassen. Und da habe ich eine sehr gute Seife gefunden. Und zwar, das ist auch eine Olivenölseife, allerdings hat die einen kleineren Olivenölanteil, glaube ich. Und das ist eine tote Meerschlammseife. Ich habe die Verpackung mal aufbewahrt, die ist von Nablus. Ja. Scharf, bitte. Naja, aber ihr könnt es auf jeden Fall sehen. Ja, das ist eine tote Meerschlammseife, die ist auch aus Olivenöl. Und diese Seife ist ganz gut für die Haut gegen Unreinheiten. Ich hatte das Gefühl, manche haben ja ein Problem mit der Aleppo-Seife und dem Lorbeeröl. Ich hatte auch das Gefühl, dass meine Pickelchen und so davon nicht wirklich besser geworden sind, beziehungsweise ja, dass ich sie halt nicht so hundertprozentig gut vertrage. Und diese Seife, die ist speziell für fettige Haut oder fettige Haare geeignet. Damit wasche ich sehr gerne mein Gesicht und mein Dekolleté, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass diese Seife ja meiner Haut hilft, sich zu regenerieren. Und ja, wenn man halt fettige Haare hat, kann man diese Seife sehr gut verwenden. Ich verwende die Seifen sowieso nur immer hier so auf dem Ansatz und in die Längen, die seife ich gar nicht richtig ein. Das reicht ja, wenn die Seife hinterher noch da durchgespült wird.
Und ja, mit der war ich eine ganze Zeit lang zufrieden. Und ja, irgendwie nach einer Zeit merke ich aber trotzdem immer am Hinterkopf, dass meine Haare nicht so wirklich 100% fluffig sind. Vielleicht sollte ich mal mehr mit Roggenmehl waschen. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Jetzt geht es erstmal nur um die Seifen. Ja, aber so für Körper und Gesicht finde ich diese Seife sehr gut, also zur Gesichtsreinigung. Dann bin ich auf eine weitere Seife gestoßen, da ich für mich, für meine Tochter ein bisschen umgehört habe. Und das ist die Klaas Kinderseife. Ich wollte unbedingt eine Seife haben für meine Tochter. Jetzt kommt speziell die Frage, warum kann ich diese anderen Seifen nicht für meine Tochter verwenden? Und zwar finde ich, dass die anderen Seifen doch sehr stark in den Augen brennen. Klar, das ist bei allen festen Seifen. Aber ich hatte irgendwie nicht so ein gutes Gefühl. Ich wollte halt wirklich was ganz Neutrales, wo nicht viel drin ist, für Kinder haben. Und ja, habe dann ein bisschen rumgegoogelt und in verschiedenen Shops geguckt. Und ja, da ist mir diese Klaas Kinderseife aufgefallen. Die habe ich dort gefunden. Da habe ich jetzt leider nicht mehr die Verpackung von. Aber ich kann euch einmal die Beschreibung von dieser Seife vorlesen. Die habe ich mir nochmal ausgedruckt. Klaas Kinderseife reinigt und pflegt sanft empfindliche Kinderhaut ab dem ersten Lebensjahr mit reichhaltigen Ölen aus kontrolliert biologischem Anbau und Kräuterextrakten aus Hochdampfdestillat von Ringelblume, Kamille und Sanddorn, frei von künstlichen Farb- und Duftstoffen. Die habe ich durch Zufall in dem Wolkenseifenshop entdeckt und habe die natürlich sofort bestellt. Und ich muss sagen, diese Seife ist jetzt momentan mein absoluter Favorit für alles. Ich finde, sie brennt weniger in den Augen als andere Seifen, nur wenn man sie sich wirklich sehr stark in die Augen reinreibt. Ich wasche meine Tochter jetzt damit. Die Haare werden davon super sauber. Die Seife schäumt sehr stark für diejenigen, die ja, die das Schäumen sehr mögen. Und die Seife hinterlässt absolut keinen fettenden Rückstand. Sie riecht eigentlich nach gar nichts, aber trotzdem auch nicht nach Schafswolle oder sowas. Ja, und mit der Seife habe ich wirklich das Gefühl, dass ich mich reinige. Die Haare sind davon toll. Ich benutze die Seife gerne für unter die Arme, Intimbereich, für meine Haare, für die Haare meiner Tochter. Und das ist jetzt mein absoluter Top-Favorit, weil ich diese Seife wirklich von Kopf bis Fuß immer gerne verwenden kann. Und wenn wir auf Reisen gehen oder in Urlaub, wird auf jeden Fall diese Seife mitkommen. Auf den Weihnachtsmärkten kennt ihr sicherlich, sind natürlich auch immer diese Seifenstände. Ich meine jetzt nicht die ganz konventionellen, sondern ich war auf verschiedenen Mittelalter-Weihnachtsmärkten und da sind Menschen, die wirklich 100% natürliche Seifen auch selber herstellen und davon leben. Und das wollte ich gerne unterstützen. Und habe mich dort mit ein paar Seifen eingedeckt. Und zwar wollte ich mal eine reine Haarwaschseife ausprobieren. Das ist jetzt so eine handgemachte Haarwaschseife vom Weihnachtsmarkt. Die riecht wunderbar nach Rosmarin. Und mit dieser Haarwaschseife bin ich wirklich auch zu 100% zufrieden. Die schäumt sehr gut, die reinigt gut, die hinterlässt keinen fettigen Film auf den Haaren. Natürlich muss immer hinterher bei diesen ganzen Seifen eine saure Rinse auf den Haaren verwendet werden. Das Video zu die Verwendung von saurer Rinse werde ich euch auch nochmal hier oben einblenden. Da könnt ihr dann draufklicken, euch das vielleicht nochmal anschauen. Ja, und auf dem Weihnachtsmarkt an dem Stand habe ich mir auch noch eine so eine Handwaschseife gekauft. Das ist jetzt eine Lavendelseife, die ist schon ein bisschen zerbröckelt, weil ich die immer benutze und die fast leer ist. Ja, die benutze ich halt zum Händewaschen. Am Waschbecken habe ich dann hier meistens so ja, wie sagt man so, Holzständer für die Seifen mit Rillen, dass die immer gut trocknen und nicht matschen. Die gibt es ganz günstig beim IKEA. Ja, und das ist jetzt erstmal so meine Erfahrung mit den Seifen. Ach ja, dann habe ich noch öfters die Frage bekommen, wie lange denn diese Seifen halten. Also da kann ich nichts zu sagen. Das kommt natürlich auf die Verwendung an und ja, wie oft ihr die Seifen benutzt, wie viel ihr euch damit einreibt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Diese Aleppo-Seife, das ist natürlich so ein richtig dicker Block, die hält etwas länger. Diese handgemachten Seifen vom Weihnachtsmarkt, ich denke mal, dass man die auch bei der Wanda bekommt.
Die sind ein bisschen weicher, die gehen, glaube ich, etwas schneller weg. Also ich sag mal, bei, wenn man diese Seifen täglich benutzen würde, vielleicht 1, 2 Monate, das kann ich wirklich nicht sagen. Ja, das ist jetzt erstmal so das, was ich ausprobiert habe. Aktuell benutze ich halt wirklich diese Tote-Meerschlammseife für mein Gesicht und diese hier für Kopf bis Fuß und zwischendurch mal diese Rosmarinseife, wenn ich alleine duschen gehe. Für meine Haare, wenn ich mit meiner Tochter duschen gehe, halt hier mein Top-Favorit. So, ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich gefallen und es war informativ für euch. Alle Produkte und alle Seifen, die ich euch hier vorgestellt habe, werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Da könnt ihr euch die nochmal anschauen und eventuell kaufen, wenn ihr mögt. Ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren die Fragen stellen. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!